And it is now my great honor to introduce the President-elect of the United States of America, Joe Biden. Herzlich willkommen zu dieser Folge von Markmobil aktuell. Es gibt ein großes Streitthema momentan in der Welt und das ist die Präsidentenwahl in Amerika. Um es gleich vorweg zu sagen, Joe Biden hat nicht die Wahl gewonnen. Und ich habe uns mal aus Amerika das Original Nein mitgebracht, das die amerikanischen Wähler Joe Biden verabreicht haben. Dieser Mann ist nicht gewählt worden. The crackdown on America's civil liberties is coming. Die Zerschlagung der bürgerlichen Freiheiten kommt. Das haben wir Ihnen gestern schon gesagt und es hat nicht lange gedauert. Sie ist jetzt da. Sowas gab es noch nie. Das wird Konsequenzen haben. Das wird Extremismus verursachen. Aktionen, die unterdrückt werden, verursachen das. Sind das gewünschte Konsequenzen? Wir wissen es nicht. Es ist ganz klar, was passiert und was passieren wird. Hier ist die erste Nachricht. Nur wenige Tage nachdem Donald Trump den Big-Tech-Monopolisten den Kampf angesagt hat, haben die ihn zum Schweigen gebracht. Twitter hat erklärt, dass sie den amtierenden Präsidenten dauerhaft von der Plattform ausgesperrt haben, die seine Hauptkommunikationsplattform war. Zuerst haben die Demokraten dort die Macht übernommen und dann haben sie ihn dicht gemacht. Die sind jetzt an der Macht. Die Oligarchen aus dem Silicon Valley sind mächtiger als der US-Präsident und die wollen, dass sie das wissen. Der Angriff auf die Redefreiheit beschleunigt sich. Everywhere the assault on speech accelerates. Die Zerschlagung der bürgerlichen Freiheiten kommt, hat Tucker Carlson gesagt. Und sie kommt nicht etwa mit Donald Trump, sondern sie kommt mit denen, die behaupten, eine Wahl ganz ohne Wähler gewonnen zu haben. Die beginnen gerade, unsere Freiheiten einzuschränken. Zum Beispiel mit dieser inzwischen offengelegten False-Flag-Operation am Kapitol in Washington. Gebetsmühlenartig wird von der Systempresse behauptet, da hätten Trump-Anhänger das Haus gestürmt. Es gibt zwei Bilder, die hauptsächlich davon um die Welt gegangen sind. Das ist einmal das belagerte Haus von außen, wo man auf den ersten Blick gleich erkennt, dass es groß mit Fahnen dekoriert worden ist, damit dort auch ja jeder den Namen Trump lesen kann. Für solche Dekoarbeiten hat man eigentlich keine Zeit, wenn man ein Parlament stürmt. Die Fahnen sind aber wichtig, um der ganzen Welt zu zeigen, seht her, hier toben die Trump-Anhänger. Und das, wo wir jetzt gerade gegenüberstehen, ist ein konzertierter Angriff über die Presse, über die Massenmedien. Und zwar nicht auf Donald Trump, sondern auf uns, die Weltbevölkerung. Jetzt zeigt der Globalismus sein wahres Gesicht. Hinterher tauchen im Netz solche Memes auf, die suggerieren sollen, dass Trump während seiner Amtszeit das Land ruiniert hätte. Und um es für den Laien noch glaubhafter zu machen, wird unten sogar das Reuters-Logo reinmontiert. Aber das hier ist weder eine Reuters-Grafik, noch sagt die Bild-Kombo die Wahrheit. In Wahrheit hat Trump seinem Land trotz Pandemie zu einem prächtigen Wirtschaftswachstum verholfen, 11 Millionen neue Jobs geschaffen und mehr als die Hälfte der Amis sagt, ihnen geht es heute besser als noch vor 4 Jahren. Das sind die wirklichen Fakten. Und das zweite weltweit verbreitete Foto von der Erstürmung zeigt diese drei Herrschaften, die in das Kapitol eingedrungen sind. Nun sind aber ausgerechnet diese drei Herren alles andere als der typische Trump-Wähler. Bei vielen seiner Wahlkampfveranstaltungen hat Donald Trump das Publikum filmen lassen. Dort steht im allerbesten Wortsinne die Mitte der Bevölkerung vor den Bühnen, aber so gut wie gar keine Freaks. Und es waren Millionen inzwischen. Aber ausgerechnet diese drei Exotenvögel schaffen es auf die Titelseiten der Systempresse. Der Linke hat übrigens sowas ähnliches wie ein Hammer- und Sichel-Kommunisten-Tattoo auf seinem Handrücken. Also wenn der Trump gewählt hat, dann sicher mit der anderen Hand. Und der Mann mit den Büffelhörnern ist auch hinterher sofort im Internet gehypt worden. Die Grafik hier war schon einen Tag später online. Da hat jemand den ganzen Look von dem Herrn zusammengesucht und prägt damit diese Figur in das Gedächtnis der Öffentlichkeit. Man findet diese Grafiken später beim Durchscrollen irgendwo im Internet wieder und denkt sich nicht viel dabei. Aber diese Grafiken machen in der Regel einen Haufen Arbeit und die entstehen nicht zufällig. Die kleinen Memebilder sind Waffen.
Das hier zum Beispiel, da hat jemand die ganze Szene im Kapitol mit Lego-Figuren nachgestaltet. Aber nicht in echt, sondern am Photoshop. Keine Ahnung, ob ihr euch ein bisschen mit Grafikbearbeitung auskennt, aber in dieser Qualität, das so hinzukriegen, ist für einen Grafiker ein Haufen Arbeit. An so einem Bild sitzt man in der Regel viele, viele Stunden, bis das so professionell aussieht und selbst die kleinsten Tattoo-Details vom Büffelhornmann noch zu sehen sind. Das dauert Stunden. Nun gibt's da aber ein kleines Problem. Diese aufwendige Grafik ist gleich direkt am nächsten Tag nach dem Sturm aufs Kapitol ins Internet gepostet worden. Gemacht hat sie in diesem Fall jemand, der sich Adam the Creator, Adam der Schöpfer nennt. Und in den Kommentaren wundern sich die Nutzer auch. Verdammt, war das schnell. Weiter unten gibt noch jemand einen Hinweis darauf, wann die Grafik veröffentlicht wurde. After yesterday and last night. Also im Laufe des Vormittags des nächsten Tages muss die erschienen sein. Der Schöpfer Adam Padilla hat also die Proteste im Fernsehen gesehen, sich sofort danach an den Rechner gesetzt, die ganze Nacht durchgearbeitet, um dann am nächsten Morgen diese Grafik posten zu können. Das ist rein rechnerisch möglich, aber glaubwürdig sieht das nicht aus. Wenn das aber nicht stimmt, dann besteht hier der Verdacht, dass der Grafiker vorher eingeweiht gewesen ist, wie die Szene im Kapitol später mal aussehen könnte. Und spätestens hier sollte diese aufwendige kleine Grafik ein Fall für das FBI werden. Nur um es nochmal ganz deutlich zu sagen, die komplette Polizei, also nicht irgendwelche Village People Bühnentruppe, sondern die Polizei mit Knarre am Holster und mit blauer Uniform, hat sich komplett hinter Donald Trump gestellt und seine Wiederwahl empfohlen. Stell dir das mal für hier vor, für unsere Polizei. Unsere Polizei empfiehlt dir einen Kanzlerkandidaten. Das hat es in der Geschichte noch niemals gegeben. Noch niemals. Und in Amerika hat sich die komplette Polizei, die gesamte Strafverfolgungsbehörden haben sich hinter Donald Trump gestellt und seine Wiederwahl empfohlen. Hinter Joe Biden steckt ein Haufen zwielichtiger Verbrecher, allerdings von Weltformat. Und diese Weltformatsverbrecher bringen ihre eigene Chaotenarmee mit, die uns terrorisiert. Das hier sind irgendwelche künstlich aufmatustelten Exotenfreaks, aber keine typischen Trump-Anhänger. Wenn man sich mal ein paar Detailfotos von der Aktion anguckt, dann drängt sich einem der Verdacht auf, dass an den Nutzerkommentaren im Internet durchaus was dran sein könnte. Die vermuten nämlich, dass hier viel mehr Linksextremisten zu sehen sind, die einfach nur falsche Mützen und falsche Flaggen tragen. Die Liste der Verbrechen rund um die Wahl wird länger und länger. Philipp Bovermann ist nach eigener Aussage ein Kulturkritiker, der unter anderem für die Süddeutsche Zeitung schreibt. Dort hat er am Sonntag einen Artikel veröffentlicht, in dem er nicht den geringsten Zweifel daran lässt, dass es Trump-Anhänger waren. Ja, mehr noch, er hisst gleich mal über den ganzen Vereinigten Staaten die verbale Hakenkreuzflagge. Militante Rechtsextreme in den USA sind so ohne Hemmung, dass sie Geheimhaltung unnötig finden, schreibt er. Der meint damit die Trump-Wähler. 75 Millionen militante Rechtsextreme. Hier, guckst du dir an, die tausenden Trump-Faschisten. Die haben liebe Gesichter, die lächeln, die freuen sich, dass ihr Präsident während seiner Amtszeit keinen Krieg angefangen hat. Die jubeln, dass endlich Frieden im Nahen Osten einkehrt und dass Trump der widerlichen Ölmafia das Genick gebrochen hat. Die zahlen freiwillig Steuern dafür, dass unter Trump ein Großteil des organisierten Verbrechens in den Bau gewandert ist. Und die freuen sich, dass ihre Wirtschaft boomt und dass ihre Soldaten aus den Krisengebieten in aller Welt heimkehren. Aber Philipp Bovermann sagt, das sind Rechtsextreme. Und ganz besonders die, die uns die Systempresse hier als typische Trump-Wähler verkaufen will, sind das genaue Gegenteil von Rechtsextremisten. Der links ist ein Kommunist und der mit den Hörnern ein Jude. Woher soll denn bei diesen Leuten Platz für Rechtsextremismus kommen? Das ist schon rein logisch unmöglich.
Und auf dem Foto bei Philipp Buvermann in der Süddeutschen Zeitung sehen die Leute noch ganz anders aus. Das hier sind professionelle Kämpfer, aber keine typischen Trump-Wähler. Wenn man denen mal einen anderen Hintergrund reinretuschiert, dann könnten die auch gut im Vietnamkrieg mitmachen. Das sind keine wütenden Protestler. Das ist eine professionelle Kämpfergruppe. Alleine die Helme. Dankenswerterweise liefert Herr Buvermann bei der Auswahl dieses Fotos auch gleich noch einen Beweis dafür mit. Der Kämpfer hier, der trägt ein Funkgerät an seiner Brust. Ja, wozu braucht man denn auf einer Demo ein Funkgerät? Nee, jetzt mal ehrlich, wozu braucht man auf einer Demo ein Funkgerät? Es gibt mehrere Fotos, wo Randalierer am Kapitol ein Funkgerät bei sich tragen. Dieser Mann hat ein Funkmikro am Revier und besonders interessant ist hier die Aufschrift auf seinem Sweatshirt. Da steht die Abkürzung MAGA, also für Make America Great Again, und unten drunter ganz groß Bürgerkrieg, 6. Januar 2021. Wir führen uns das mal gemeinsam vor Augen. Der hat sich also Tage oder Wochen vorher schon ein Sweatshirt drucken lassen, wo er datumsgenau einen Bürgerkrieg herbeiredet, an dem er auch noch selber teilnimmt und ein Funkgerät dabei hat. Wenn man genauer hinschaut, dann findet man bergeweise Indizien, dass die Nummer am Kapitol eine False Flag Operation war, ein Angriff unter falscher Flagge. Das FBI sucht diese Menschen jetzt mit einem Steckbrief. Erstmals in der Geschichte der Menschheit zeigt die Globalisierung ihre hässliche Fratze und hat nahezu alle unsere Medien unter ihre Kontrolle gebracht. Dazu müssen wir Nein sagen. Es ist ganz egal, ob es dabei um Donald Trump oder Joe Biden geht oder um sonst wen. Es ist völlig unmöglich, dass private Leute einen Präsidenten, den Präsidenten des mächtigsten Landes der Welt, aus ihren Reihen aussperren und ihm damit seine mediale Reichweite nehmen. Das sind Leute, die keiner von uns jemals gewählt hat. Nicht auf den Philippinen, nicht in Norwegen, nicht Amerika. Nirgendwo. Der angebliche Wahlsieg von Joe Biden wird weltweit von beispiellosen Akten der Zensur und Unterdrückung begleitet. Gleichzeitig findet in der Systempresse eine regelrechte Gehirnwäsche zugunsten von Joe Biden statt. Die Autoren prägen den ungewählten Präsidenten mit Adjektiven wie sexy, zeigen seine niedlichen Kinderfotos und bilden ihn mit einem Heiligenschein ab. Es steht völlig außer Frage. Joe Biden hat diese Wahl nicht gewonnen. Und das, was gerade in unserer Systempresse vorgeht, ist der Versuch eines weltweiten Verbrechens. Zum ersten Mal zeigt der Globalismus sein wahres Gesicht. Das war Markmobil aktuell für dieses Mal. Bis dann. Tschüss.